Jetzt zeige ich euch nochmal, wie man diese Handschrift mit dem Auf- und Abschwung sozusagen faken kann. Dazu braucht ihr überhaupt keine Brush Pens, sondern es reicht ein ganz normaler Stift. Also die Tombows haben hier auch noch einen normalen Filzstift, den kann man nehmen. Oder auch jeden anderen Filzstift oder Fineliner, den ihr habt. Geht alles. Ich versuche es mal mit dem. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten daheim haben. Ein ganz normaler Filzstift. Und jetzt schreibe ich nochmal das Wort Minimum. Und jetzt ist es ganz einfach. Ihr überlegt euch wieder, welche Linien gehen nach unten. Und die fahrt ihr einfach nochmal nach, dass sie doppelt so dick sind. Das ist jetzt erstmal relativ dünn hier. Das kann man aber natürlich nochmal nachfahren. Und je mehr ihr das nachfahrt, desto dicker macht ihr das natürlich. Und fertig ist das gefakte Minimum. Je feiner ihr die Stifte nehmt, desto einfacher ist es natürlich. Dann könnt ihr hier mit einem feineren Stift das natürlich noch ein bisschen schöner rausarbeiten. Und diese Lücken, die könnt ihr dann auch mit verschiedenen Farben zum Beispiel füllen. Es muss ja nicht nur schwarz sein. Sieht auch manchmal ganz cool aus, wenn man das einfach nachzieht und mit einer anderen Farbe auffüllt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Genau. Und jetzt, um das euch mal zu zeigen, wie das vielleicht mit einer anderen Farbe aussehen kann. Nehme ich mal hier einen dünnen Stift. So, dann ziehe ich hier die Linien, die nach unten gehen, ziehe ich nach. Aber ich male die jetzt erstmal nicht aus. Dann müsst ihr euch natürlich jetzt ein bisschen mehr Mühe geben, weil man die Linien sieht, wenn die nicht ausgemalt werden so. Dann nehmt ihr euch am besten irgendeinen Fineliner oder sowas in Farben, die euch gefallen. Hier zum Beispiel mal Orange und Pink nehmen oder so. Dann könnt ihr entweder das Ganze in einer Farbe anmalen. Oder ihr könnt kleine Farbverläufe machen, indem ihr sagt, okay, oben zum Beispiel nur Orange. Und unten nehmt ihr dann eine andere Farbe. Zum Beispiel hier ein dunkles Pink, ein bisschen Rot. Und je stärker die Farben sich unterscheiden, also zum Beispiel oben eine helle Farbe und unten eine dunkle Farbe, desto schöner ist natürlich der Kontrast. Was an den Tombows noch ganz schön ist, ist, dass die eben wasserbasiert sind und eine selbstreinigende Spitze haben. Und damit kann man eben ganz tolle Farbverläufe gestalten. Auch hier gilt wieder, eine dunkle Farbe und eine helle Farbe am besten nehmen. Und dann nehmt ihr euch eine Folie. Könnt ihr eine ganz normale Klarsichtfolie, reicht aus. Und dann nehmt ihr den dunklen Stift und malt damit einmal auf die Folie drauf. So ein bisschen. Und dann könnt ihr den hellen Stift nehmen und geht mit dem in die dunkle Farbe rein, bis der das aufgenommen hat. Und dann könnt ihr auch wieder entweder schreiben oder jetzt einen Aufschwung und einen Abschwung. Und dann seht ihr schon, dass der Stift beide Farben hat. Und das wird natürlich mit der Zeit immer wieder heller, weil wie gesagt, die Tombows sind selbstreinigend. Und am Ende hat er fast wieder seine normale Farbe. Die Spitze sieht noch so ein bisschen dreckig aus. Wenn ihr das Gefühl habt, der ist noch nicht ganz sauber, dann malt ihr einfach noch mal so ein bisschen rum und er wird dann schon sauber. Jetzt ist die Farbe schon wieder ganz klar.
Und ähnlich ist es zum Beispiel bei den Tombows, ist immer ein durchsichtiger Stift sozusagen dabei. Und mit dem könnt ihr jede beliebige Farbe nehmen. Ich nehme hier jetzt mal so ein Lila und malt damit auch auf eure Folie. Und zum Beispiel, wenn ihr Blümchen habt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann könnt ihr mit dem weißen Tombow-Stift in die Farbe wieder reingehen und die aufnehmen. Und dann könnt ihr damit malen. Und das wird auch nach unten hin immer heller. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwarz geworden, weil der Tuschestift da ist. Und ihr seht, es wird dann immer heller. Man kann damit ganz tolle Farbverläufe malen. Und wenn ihr nochmal Farbe braucht, dann tragt ihr einfach nochmal auf oder geht nochmal rein. Überhaupt kein Problem. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass der Stift zu dreckig ist, dann malt ihr wieder so ein bisschen, bis er raus ist. Und ihr seht, der ist noch so ein bisschen lila an der Spitze, aber ist trotzdem wieder sauber. Dann könnt ihr auch noch mal in das andere gehen, wo ihr zwei Farben schon mal gemischt hattet. Aufnehmen und damit malen. Wie gesagt, da war ein Farbverlauf drin. Ganz dunkel zu ganz hell. Und dann könnt ihr den Stift wieder sauber machen.